Jail. Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? What's up, Skateboarder? Ein Tag ohne Dreh ist ein verlorener Tag. Ein Tag ohne Downhills, ohne Skaten. Ein Tag ist jeden Tag verloren, wenn du nicht glücklich bist. Also findet, was auf jeden Fall euer Glück ist. Aber ich muss sagen, ich denke mal, ihr alle, die hier zuschauen, ihr habt das genauso für euch entdeckt, wie ich das für mich entdeckt habe. Das Skateboarding ist unglaubliches Glücksgefühl, Freiheitsgefühl und Lebensgefühl. Jeden Tag aufs Neue. That's all the skateboarding about, motherfucker. Also herzlich willkommen zu einem neuen OG-Skate-Vlog. Natürlich werden wir einfach heute mal wieder durch die Straßen düsen, ein paar Spots hitten und das Ganze natürlich mit my man OG Jeffrey wird am Start sein. Und wir werden noch sehen, vielleicht werden wir noch ein paar Kids haben, denn seit so einem halben Jahr, letztes Jahr, 2021, sind sehr viele neue Kids in Aachen dazugekommen, so 6, 7, also sogar vielleicht auch mehr, sind so 8, 9 Leute gewesen, aber durch den Winter hast du immer wieder weniger gesehen. Und ich muss sagen, von diesen ganzen Kids sind mir 2 Jungs sehr aufgefallen. Sofort, man hat gesehen, dass sie Talent haben, dass die Tricks schnell kommen. Man hat dann auch noch die Freundschaft zwischen den beiden gesehen. Deswegen haben wir die beiden eigentlich direkt schon nach den ersten 2, 3 Mal, wo ich die gesehen habe, haben wir die angefangen zu supporten, ein bisschen auf korrekt den Stuff, den ich auch irgendwelche Reviews, wo ich das Board nur 2 Wochen geskatet bin, natürlich abzugeben, die Jungs zu supporten, die neue Generation, die in Aachen, das zu machen, was ich eigentlich gerne, so ich erfülle mir eigentlich meinen eigenen Traum, ich wäre gerne an dieser Stelle, dass ich 15 bin und da kommt irgendeiner, der mir, armen Kerl, der sich kein Board leisten kann, einfach mal sein altes Board gibt, einfach mal seine alten Rollen, Kugellager gibt, weil das wäre ein Traum und deswegen versuche ich, meinen Traum weiterzuleben in der neuen Generation der Kids hier. Deswegen Doppel-A, supporting the young G's und deswegen sehr gespannt heute. Ihr werdet hier natürlich auch bestimmt dieses Jahr, wenn wir viel, viel mehr zusammen skaten. Ich bin sehr gehypt. Ich muss sagen, diese jüngeren Kids, die motivieren mich so krass, mit denen zu fahren, die Tricks zu versuchen, neue Tricks zu lernen, die Welt wieder so zu sehen wie ein 15-Jähriger. Obwohl ich muss sagen, für mich als Skateboarder hat sich die Welt immer schon als 15-Jähriger angefühlt. Deswegen, es ist im Endeffekt, Skateboarder haben keinen Altersunterschied, keine Herkunft, keine Religion, kein gar nichts. Es ist nur all about Skateboarding, Downhills, Drehflips. Wow. Also, here we go. Wir gehen natürlich skaten. Was sonst? Let's crack that shit. Erster Spot ist dieser Secret Spot hier. Das ist richtig geil. Hier ist das Wasser nicht da. So können wir hier ausnahmsweise mal skaten. Weil sonst ist hier alles komplett. Das ist hier voller Wasser. Und ja, jetzt nicht. Es wird bestimmt noch ein paar Tage dauern, dass wir es noch skaten können. Aber das ist halt ja einmalig. Yeah. Too many, Digga, sogar. Digga, jetzt war's ja. Ganz entspannt hier fängt die Session an. Die Sonne ist einfach krass back. Es fühlt sich an wieder wie Sommer. Sommer 2022. OG Skate Vlog. Die Suppe richtig verteilt. Wow, was
hab ich dir gesagt, Bruder, kein Verlorener, Digga. Woo. Damn. Ich bin hinterhergelaufen. Ich hoffe, es waren ein paar Wackler drin. Zweiter Spot, wieder ein Brunnen, wieder mal kein Wasser drin. Wir checken, das ist die perfekte Jahreszeit, um diese Spots hier abzuchecken. Boah, das Ding ist auf jeden Fall voll dreckig mit Stöckchen, Steinchen, Scherben und Dreck. Deswegen, wir machen ein bisschen sauber und dann cruisen wir ab. Bisschen geskatet, bisschen Treflips, ein bisschen Spaß gehabt, aber der Pool ist schon sehr dreckig, sehr viele Steinchen, man müsste da eigentlich viel, viel mehr säubern und auch fettere Rollen müsste man mitbringen, um wirklich da den Spaß komplett zu bekommen, aber Hauptsache wieder was Neues gesehen, neuen Spot abgecheckt und wieder mal vorgemerkt, dass wir das hier haben für die weiteren Sessions noch. Yeah, what? SD hat ein paar schicke Koffer geregelt, ja. Yeah. Und Pepe got beats, ja. Ich bin ein Wolf, so wie Mowgli. Doch komme mit der Wumme an wie Tony. Das hier ist kein Spiel, kein Monopoly. Philosophie, Saiyajin, Legend, Broly. Fuck mich jetzt nicht ab, Flügelschlag wie ein Kohli. Brie, so kaputt wie du war ich noch nie. Ich bin ein Rap-Genie mit der Hogwarts-Magie. Komme heftig, OG. Deine Haare find ich viel zu fettig, Mausi. Mein Bett versaut sie. Ha, kein Problem, Baby, chill und dreh dich. Habe keine Zeit für R. Kelly in Venedig. Rap-Killer, Pepe. Beats bringt Tote wieder back, Chiller. Und ich bin immer noch der viel zu spät im Bett, Nigga. Egal ob Erde bebt, draußen der Ferrari steht, du weißt. Der Schwanz ist für die Pussys viel zu heiß, yeah. Was für ein Downhill, alter Schwede, das hat so Spaß gemacht. Downhill to the fullest mit Spitfire-Rollen, fast gestorben einmal. Bester Geruch mit den Jungs, einfach Downhills, wow. Und jetzt nochmal ein bisschen Street hier. Here fucking go, nächster Spot. Und Baxter kommt direkt rein, jetzt pass auf.
Danke. Wir sind hier am letzten Spot. Das ist jetzt das Ding hier. Letzter Spot. Backside Heel Flip. NBD. OG Jeffrey. 20 Euro. Let's go. Oh mein Gott, Digga, ich habe mich gerade voll erschrocken. Das sah aus, als ob er seinen Fuß komplett umgeknickt hat und der Fuß war innen. Habt ihr das gesehen, Alter? Oh mein Gott, Schock des Jahrhunderts, Alter. Fuck. Habt ihr das gehört? Der hat gerade gesagt, hier ist kein Ausgang, also der soll nicht hier durchfahren. Zeig mal her. Mann, der ist direkt ready. Bruder, was ein heftiger Vlog mit den Jungs hier. Auf jeden Fall richtig geil. Digga, heftige Nummer. Digga, Backside Heel hier noch zuletzt gemacht. Crazy, NBD. Richtig geil, abonniert den Channel und verliert keinen Tag, ich gehe selber skaten. Einen Tag und es geht ins Verlorentag, ihr wisst ja. Peace. OG Distribution, das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer, ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist, wir sind am Start. Meldet euch bei uns, bei den Boards fängt das circa bei 50 Boards an. Da bedrucken wir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedrucken wir das gar nicht. Es geht wirklich ab 50 los und dann natürlich auf Anfrage, je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis, welche Farbe man will und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen, werdet natürlich eine E-Mail-Adresse hier unten drunter einfach knallen. Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre. Und dann checken wir ab, weil wie das Ganze dann aussehen soll. Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch. Das können wir natürlich dann alles beim Angebot alles abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet. Nein, sag mir, wer ist ein Dealer? Hoffen so smakelig, manche sind Dealer. Hast du es noch nicht gehört in der City? Das weiß ich, sind tot, ich muss hustlen, you will be. Nosegrind, Drehflip, 50-50, Digga, rede nicht. Sag mir, wer ist ein Dealer? Ey, sag mir, wer ist ein Dealer? Yeah, ich häng mit OG dem Pop.